Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf und wieder mal zu euch sprechen kann. Zuerst möchten wir natürlich die Locations begrüßen, die uns über Video anschauen oder auch all die Leute, die übers Internet unsere Messages anschauen oder natürlich auch alle, die unten im Baby World sind, ihr lieben Eltern. Herzlich willkommen, geben wir ihnen doch einen riesen Applaus. Naja, ich bin jetzt ganz überrascht über meine Stimme. Heute Morgen konnte ich fast nicht mehr reden, weil ich habe mich ziemlich stark erkältet. Und vorhin hat Thilo so gesagt, hey Karin, sind viele Leute da? Das Haus ist voll. Und ich habe so gesagt, ja, und auf der Bühne wird eine Krähe stehen. Aber jetzt geht's ganz flott. Wir haben gebetet und ich bin so dankbar und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält bis zum Schluss dieser Message. Weil heute geht es ja gerade um das Thema Gottes Kraft, die in unserem Leben wirksam werden möchte. Apropos Kraft. Letzten Sonntag haben wir uns als Familie auf den Weg gemacht nach Stuttgart und am Morgen ist es immer dasselbe Spiel. Das Auto steht unten an der Treppe und wir rennen Treppe hoch und runter und jeder knallt noch irgendetwas ins Auto rein. Wir haben das Auto gepackt und ich habe als erstes, hinten im Kofferraum eine schöne Torte gestellt. Und Dan war noch oben. Er musste ja seinen Koffer packen für seine Reise ins Coaching. Und wenn Dan unterwegs ist, hat er immer einen riesen Koffer dabei. Auf jeden Fall hat er den gerade die Treppe runtergeschleppt. Und ich bin gerade wieder die Treppe hoch. Und als ich fast oben war, habe ich gedacht, oh nein, oh nein. Und ich bin wieder runter und habe gesagt, Dan, ist der Koffer schon drin? Und er sagt, ja, tack, schwungvoll. Wie er ist, war der Koffer drin. Und ich frage ihn, und wo ist die Torte? Und er sagt, welche Torte? Naja, und ich habe tatsächlich gemeint, die Torte sei flach. Aber als ich dann nachgeschaut habe, war die Torte ganz hinten. Wahrscheinlich hat sie die Hand eines Engels weggeschoben. Auf jeden Fall war die Torte noch ganz. Manchmal sind wir doch so kraftvoll unterwegs. Kennt ihr das in eurem Leben? Wir haben so richtig Power. Und heute ist das Thema, wie kannst du in deinem geistlichen Leben Kraft haben? Wie geht das mit der göttlichen Kraft, die durch dein Leben fließen möchte? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, es sind diese Blumen hier. Das ist das Bild für die heutige Message. Weil wie wir alle wissen, Blumen brauchen die Sonne, sie brauchen Wasser, sie brauchen Nährstoffe und dann können sie zum Aufblühen gebracht werden. Und sind wunderschön. Und genauso ist es in unserem Leben. Gott möchte dir den Heiligen Geist geben, der durch dich hindurch fließen möchte, damit in deinem Leben Blumen blühen können. Die Blumen stehen heute für all das Gute, das Gottes Geist in deinem Leben und in meinem Leben bewirken möchte. Habt ihr das Bild? Die sind doch wunderschön, also mir gefallen die total. Ich habe extra drei Farben für euch ausgewählt. Und ich habe dazu auch eine Geschichte aus der Bibel ausgewählt. Thilo hat kürzlich schon ein bisschen darüber berichtet in seiner Message, aber ich habe gedacht, ist egal, wir schauen uns die Geschichte noch ins Detail an. Es ist die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Wir sind ja mitten in der Serie der Apostelgeschichte und diese Geschichte steht auch in Apostelgeschichte. Ich lese euch die Geschichte vor. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Also die beiden waren im Gefängnis, weil sie an Gott glaubten, wurden sie ins Gefängnis geworfen. Und gegen Mitternacht haben sie angefangen zu beten. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Töte dich nicht«, rief da Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« »Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet«, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm
und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das ist die Geschichte. Und ich möchte euch heute sagen, von dieser Geschichte können wir so viel lernen. Die Frage ist nämlich heute, wie kannst du Gottes Kraft in deinem Leben zur Entfaltung bringen? Wie kann Gottes Kraft, die übernatürliche Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellt, wie kann die in deinem Leben wirksam werden? Und der erste Punkt heute ist, Gottes Kraft fließt durch dein Gebet. Vielleicht ist das noch nichts Neues für dich, aber Gottes Kraft fließt durch dein Gebet. Das Gebet von Silas und Paulus, das war der Anfangspunkt von einer riesengroßen Veränderung. Es heißt in der Bibel, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Ich meine, die beiden, die waren wirklich in einer miesen Situation. Hey, die waren im Gefängnis und damals sah das Gefängnis ein bisschen anders aus als heute. Da war es schmutzig, das war ein Drecksloch und die saßen da drin. Und in diesem Moment haben sie gesagt, aber jetzt beten wir. Jetzt erst recht, unsere Hilfe erwarten wir jetzt von Gott. Und weißt du, das ist das, was wir in unserem Leben tun können. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du hast gebetet und Gott hat ein Wunder getan. Eine Freundin von mir, sie heißt Susan, und sie konnte keine Kinder kriegen. Und sie hat zusammen mit ihrem Mann, haben sie über 10 Jahre gebetet. Und ich habe euch ein Bild mitgenommen von der Familie. Heute haben sie 2 Kinder. Gott hat ihr Gebet erhört. Aber sie haben lange dafür gebetet. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe auch schon gebetet, aber es ist echt nichts passiert. Und irgendwie bist du ein bisschen enttäuscht. Da möchte ich dir sagen heute, weißt du, manchmal sind wir wie in diesem Gefängnis. Dieses Gefängnis steht jetzt für eine Situation, die nicht einfach ist in unserem Leben. Und dann können wir beten. Und manchmal passiert ein Wunder wie bei Silas und Paulus. Da ist sofort das Wunder passiert, das Erdbeben kam, die Türen gingen auf. Manchmal geschieht das. Aber manchmal geschieht das Wunder noch nicht. Wenn wir zum Beispiel sehen, das Leben von Paulus beobachten, dann merken wir, Paulus war immer wieder im Gefängnis. An einer anderen Stelle war er sehr lange im Gefängnis und ich bin überzeugt, er hat bestimmt auch gebetet. Und kein Wunder ist geschehen. Er kam da nicht sofort raus. Aber Paulus hat in jener Situation, hat er die Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Ein großer Teil des Neuen Testaments wurde von Paulus im Gefängnis geschrieben. Und weißt du, das finde ich so krass an Paulus. Er hat in dieser schwierigen Situation, hat er Blumen zum Blühen gebracht. Weil du und ich, wir lesen heute noch diese Briefe. Und deshalb, wenn du enttäuscht bist, weil dein Gebet noch nicht erfüllt worden ist, dann ermutige ich dich, bleibe dran, gib nicht auf. Weißt du, ich habe auch ein Beispiel von mir persönlich. Wie die einen von euch wissen, hatte ich vor 9 Monaten eine Herzbeutelentzündung. Und das ist jetzt 9 Monate her. Und diese Herzbeutelentzündung ist noch immer nicht ganz in Ordnung. Mein Herz ist noch nicht ganz gesund. Und wir haben auch gebetet. Und ich weiß, viele haben dafür gebetet. Und weißt du, wenn du krank bist, das ist anstrengend. Das geht an die Nerven. Es kostet Kraft. Manchmal gibt es ja dann Christen in dieser Situation, die sagen dir dann, ja, das ist gut, wenn du musst ein bisschen liegen, Gott will dir was sagen und so weiter, was die dann alles zu sagen haben. Aber weißt du, wenn du dann wirklich im Bett liegst, dann hast du Schmerzen. Es geht nicht um ein bisschen chillen oder ein bisschen da liegen. Ich meine, das würde ich auch mal gerne. Aber wenn du krank bist, dann hast du Schmerzen.
Es war gerade vor 2 Wochen, da war ich nicht fähig, hierher zu kommen am Sonntag, weil ich wieder 2 Tage einfach im Bett lag. Ich hatte wieder Schmerzen und Probleme mit meinem Herzen. Und ich lag in diesem Bett. Und weißt du, solche Situationen sind sehr gefährlich für unsere Gedanken. Und ganz ehrlich, als ich da vor 2 Wochen wieder so da niederlag, habe ich echt zu Gott gesagt, es käst mich einfach an. Ich mag jetzt dann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie zu predigen, meinen Dienst zu machen. Ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch. Ich habe keine Lust mehr, ein Buch zu schreiben oder irgendwie für irgendetwas zu kämpfen. Ich mag nicht mehr. Und ich lag so im Bett und habe mit Gott geredet und plötzlich, in diesem Moment, hat eine innere Stimme zu mir gesagt, Karin, öffne die Bibel. Die Bibel liegt ja immer neben mir, ich habe sie geöffnet und da habe ich den Vers gelesen, dass Gott auf der ganzen Erde sucht, ob ein Verständiger da ist, der seinen Willen tut. Und das hat mein Herz so berührt, weil ich gemerkt habe, ich darf nicht aufgeben. Krankheitszeiten sind wie Prüfungszeiten. Einen Tag später habe ich die E-Mails gecheckt und da hat mir eine Frau geschrieben, die eine Predigt gehört hat übers Internet von mir und sie hat mir geschrieben, ich kannte die Frau nicht, sie hat mir geschrieben, Frau Schmidt, vielen Dank für Ihre Predigt, es hat mir so viel Stärke gegeben. Habe ich gewusst, ich darf nicht aufgeben. Aber ich habe auch gemerkt, ich brauche Menschen, die Fürbitte tun. Für unsere Church, für uns als Pastoren und so weiter. Und ich möchte dir sagen, wenn du Fürbitter werden möchtest für diese Church, dann herzliche Einladung. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du bereits Fürbitter bist für diese Kirche, dann danke ich dir herzlich für jedes Gebet, weil wir brauchen dein Gebet. Vielen Dank, wenn du betest. Weißt du, manchmal gibt es noch kein Plötzlich. Gott kann dein Gebet sofort erhören, er kann es sofort tun, aber manchmal gibt es noch kein Plötzlich. Und dann sind wir herausgefordert, dran zu bleiben, auszuhalten, durchzuhalten und mit Ausdauer weiter zu beten. Gott kann jede Situation von einer Minute auf die andere verändern. Und deshalb, wenn du betest, dann erinnere ich dich immer daran, heute kann Gott dein Gebet verändern oder dein Anliegen verändern. Weißt du, wenn wir die Evangelien anschauen, wenn wir Jesus beobachten, dann hat er immer irgendwelche Menschen geheilt. Er ging auf dieser Erde umher, da stand einer an der Straßenecke, da saß einer, er hat sie geheilt, er hat sie gesund gemacht. Auch zu Bartimäus, er hat nicht gesagt, du, wenn ich da mal Zeit habe, dann komme ich da mal bei dir vorbei oder so. Hat Jesus nicht gesagt. Er hat ihn sofort gesund gemacht. Jesus hat viele Menschen geheilt. Es heißt in der Bibel in Matthäus 10, und als Jesus seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Weißt du, und diese Vollmacht steht für dich bereit. Du kannst beten für andere Menschen und deshalb bleibe dran. Vielleicht löst dieses Thema bei dir total Unverständnis aus. Und du denkst, ja, wenn sie wüsste, was ich schon alles erlebt habe, wie oft ich schon gebetet habe, dann möchte ich dir sagen, ja, manchmal dauert es wirklich lange. Aber ich möchte dir auch sagen, gib das Gott ab, weil du bist nicht Gott. Gott entscheidet, wann das Wunder eintreffen wird. Wir müssen nicht Gott spielen. Unser Job ist es, zu beten. Und dann zu vertrauen, dass Gott es gut machen wird. Der zweite Punkt heute ist, Gottes Kraft, das Übernatürliche, diese übernatürliche Kraft fließt durch deinen Worship. Paulus und Silas, die haben Gott angebetet. Sie haben Gott groß gemacht. Genau, das kannst du reinschreiben, das ist der zweite Punkt. Weißt du, grundsätzlich sind wir Menschen einfach egoistisch. Auch wir Christen, oder? Sind wir doch mal ehrlich.
Also ich bin manchmal sehr egoistisch, ihr vielleicht nicht. Aber ich schon. Zum Beispiel, wir haben eine Katze zu Hause, die Zora, und als die zu uns kam, habe ich die total verwöhnt. Zum Beispiel habe ich sie mitten in der Nacht, morgens um 3, habe ich ihr das Fenster geöffnet, sie reingelassen, habe gefragt, möchtest du was essen? Wie geht's dir so? Und so nach 2 Wochen habe ich gemerkt, ach du meine Zeit, jetzt miaut die jede Nacht vor meinem Fenster, morgens um 3. Und ich hatte dann so keine Lust mehr zum Aufstehen, bin einfach liegen geblieben und bin einfach mal nicht raus. Dann habe ich gemerkt, ah, Dan bewegt sich nebendran. Und dann ist er aufgewacht. Dann habe ich gesagt, so Karin, jetzt einfach Augen geschlossen halten, du schläfst. Und der Dan ist aufgestanden, hat das Fenster geöffnet, hat die Katze reingelassen, hat sich um die Katze gekümmert. Und so ging das danach, Nacht für Nacht. Und ich habe eben gedacht, ich schlafe, ja, ich schlafe, ich schlafe. Jetzt hat er es gemerkt, weil er meine Message gelesen hat. Aber was will ich damit sagen? Wir Menschen, wir sind manchmal egoistisch. Aber Paulus und Silas, die haben nicht an sich selber gedacht, sondern die haben Gott gelobt im Gefängnis. Sie haben Gott groß gemacht. Und weißt du, das ist der Schlüssel. Der Heilige Geist ist beständig bei dir. Und der Worship, wenn du Gott anbetest, das ist der Schlüssel, um deinen Blick auf Gott auszurichten. Wenn du deinen Blick auf Gott richtest, dann tauchst du in eine Begegnung mit Gott ein. Vielleicht hast du es vorher im Worship erlebt. Weil Gott wohnt im Worship. Wenn wir anfangen, Gott anzubeten, und es kommt nicht darauf an, ob mit einem Lied, einem Gebet oder wie auch immer, ob mit leiser Musik oder lauter Musik, egal. Aber wenn du anfängst, Gott anzubeten, dann wirst du Gott begegnen. Es heißt in der Bibel, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Weißt du, Gott ist gut. Gott ist der perfekte Vater für dich. Seine Güte, seine Barmherzigkeit, die ist großartig und die ist perfekt. Und Gott möchte 100% Gutes tun in deinem Leben. Er möchte Blumen zum Aufblühen bringen in deinem Leben. Er möchte das Gute in dein Leben bringen. Vielleicht zweifelst du manchmal daran. Da möchte ich dich ermutigen, daran zu glauben. Weißt du, viele Christen haben in meinen Augen noch nicht begriffen, wie das funktioniert. Sie rennen den ganzen Tag durch ihren Alltag, ihren Job, ihre Familie und so weiter und am Abend fragen sie sich, wo ist eigentlich Gott geblieben? Und deshalb ermutige ich dich, integriere dein Berufsleben in dein geistliches Leben hinein. Weil Gott möchte auch Gutes an deinem Arbeitsplatz tun, in deiner Familie. Er möchte Blumen zum Blühen bringen. Und deshalb glaube daran, dass Gottes Güte, seine Barmherzigkeit in deinem Leben sichtbar werden kann. Weißt du, seine Versprechen gelten auch für dich. Und es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gott wirklich zu 100% dir Gutes tun will in deinem Leben und dass du dich daran erinnerst. Und genau das tust du, wenn du anfängst, Gott anzubeten, weil du richtest deinen Blick weg von dir selber, von deinen Problemen, du richtest deinen Blick auf Gott. Und wenn du anfängst, Gottes Güte wirklich zu sehen, dann erwartest du auch Zeichen und Wunder in deinem Leben. Das zweite ist im Worship. Worship proklamiert Einheit und Frieden. Wenn du worshipst, wenn du Gott anbetest, dann vereinigst du dich mit Gott. Und deine Perspektive wird auf Gott ausgerichtet. Weißt du, Jesus selber hat immer wieder auf Gott geschaut. Er hat mit seinem Leben uns das gezeigt. Zum Beispiel, als er getauft wurde, hat er in den Himmel zu Gott geschaut. Er ging auf einen Berg, hat dort gebetet. Und selbst als er am Kreuz starb, hat er mit Gott gesprochen, weil er genau weiß, hier ist die Kraft, hier ist der perfekte Vater und er braucht diese Kraft. Und deshalb ermutige ich dich, bete Gott an
und Gottes Kraft wird in dein Leben kommen. Ich ermutige dich, auf Gott zu schauen. Das Dritte ist heute, Gottes Kraft fließt durch äußere Einflüsse in dein Leben hinein. Das ist das Dritte, durch äußere Einflüsse, das kannst du reinschreiben. Stell dir vor, Paulus und Silas haben gebetet und die Erde hat gebebt. Ich finde das sensationell. Die Grundfesten des Gefängnisses wurden erschüttert und alle Türen wurden geöffnet und alle Fesseln lösten sich. Als ich diese Geschichte kürzlich im Religionsunterricht den Schülern erzählt habe, hat ein Schüler aufgestreckt und gesagt, Frau Schmid, das ist aber wirklich übernatürlich. Ich habe gesagt, ja, genau. Hey, das war wirklich übernatürlich. Gottes Kraft kam in dieses Gefängnis. Und wenn wir hier die griechischen Worte anschauen, dann heißt es, das Wort Parachrema heißt sogleich, sofort, unmittelbar. Und es wird in der Bibel immer wieder gebraucht, als Jesus ein mächtiges Wort gesprochen hat. Zum Beispiel wurde die Schwiegermutter von Petrus geheilt und sofort stand sie auf. Oder der Gelähmte konnte sofort auf seinen Füßen stehen. Und genau dasselbe Wort wird hier gebraucht. Es geschah sofort. Und die Fesseln lösten sich. Auch hier ein interessantes Wort im Griechischen. Das heißt analyo, heißt lösen. Es steht im Passiv und es wird ein dreifaches Augenmerk darauf gerichtet. Es wird so stark betont, die Fesseln, die haben sich selber aufgelöst. Hey, das ist Gottes Kraft. Und diese Kraft kann heute noch durch dich fließen und Blumen in unserem Land zum Aufblühen bringen. Glaubst du an diese Kraft? Glaubst du, dass Gott heute noch so wirken kann? Weißt du, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, die ist ja voll von diesen Wundern. Zum Beispiel ein anderes Mal waren die Apostel auch im Gefängnis, da kam ein Engel vorbei und hat ihnen die Tür geöffnet. Ein äußerer Einfluss. Ein Einfluss von außen. Oder zum Beispiel Paulus, der war ja am Anfang noch gar kein Christ, der hat die Christen verfolgt. Da kam ein Licht vom Himmel, von außen. Und der Paulus hat über sein Leben nachgedacht und angefangen an Gott zu glauben. Weißt du, genau so dürfen du und ich heute mit äußeren Einflüssen von Gott rechnen. Ich ermutige dich dazu, dass du damit rechnest, insbesondere wenn du Feinde in deinem Leben hast. Vielleicht hast du Menschen, die dir das Leben schwer machen. Ich finde das immer eine ziemlich schwierige Situation. Da möchte ich dir sagen, wenn das passiert in deinem Leben, hast du die Chance, diese Feinde zu segnen und zu erwarten, dass Gott sich darum kümmert. Weil er sagt uns in Psalm 23, dass er uns einen Tisch zubereiten wird im Angesicht unserer Feinde. Und so ermutige ich dich, ich habe das in meinem Leben immer wieder gemacht. Ich habe die Feinde gesegnet, diesen Psalm ausgesprochen und geglaubt, dass Gott sich um sie kümmern wird. Und ich habe immer wieder gesehen, wie Gott sich um meine Feinde gekümmert hat. Weißt du, ich möchte dir ein anderes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Im letzten Sommer habe ich mich beworben für eine neue Stelle in einem Krankenhaus. Weil wir haben gemerkt, wir brauchen mehr Einkommen und ich habe mich beworben in einem Krankenhaus für eine Top-Stelle. Und ich war da ziemlich gut im Rennen, ich habe mich echt sehr gefreut. Aber dann waren wir noch zwei im Rennen und die andere wurde ausgewählt. Hey, das hat mich ziemlich getroffen in meinem Herzen. Und der Grund war zu ruhige Persönlichkeit. Das war der Grund, genau. Hey, das hat mich ziemlich getroffen. Und ich saß in meinem Selbstmitleid an diesem Abend, habe zu Gott gesagt, du, was soll jetzt das? Jetzt war ich doch so gut im Rennen und ich hätte da mehr Kohle reinholen können. Und ich war sehr enttäuscht. Aber dann haben wir wieder gebetet. Und am nächsten Tag hat jemand von der Schule angerufen. Ich arbeite ja auch noch ein bisschen an der Schule als Religionslehrerin. Und da haben die mich angerufen. Und wirklich, es war eigentlich überhaupt nicht zu erwarten, konnte ich mein Pensum dort erhöhen.
Hey, und an der Schule, da arbeite ich ja viel lieber. Es macht mir so viel Spaß. Ja, es gibt auch mehr Ferien zum Beispiel. Und heute kommen über 100 Kinder jede Woche zu mir in den Religionsunterricht. Und es macht mir so viel Spaß, die Geschichten der Bibel zu erzählen. Und weißt du, deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du enttäuscht bist, wenn du Feinde hast in deinem Leben, wenn es nicht so läuft, wie du gerade denkst, dann segne die Sache, segne deine Feinde und erwarte von Gott, dass er dir eine neue Tür öffnet, dass seine übernatürliche Kraft kommt und eine neue Blume zum Blühen bringt. Weil Gott ist für dich und er möchte das Beste für dein Leben. Verschwende keine Zeit mit deinen Feinden. Verschwende keine Zeit mit denen, sondern gib sie Gott ab. Und ich bin überzeugt, Gott wird dir dafür eine stärkere Kraft geben. Er wird dir eine neue Salbung geben und er wird dir mehr Einfluss geben. Weil er möchte nicht, dass wir uns mit unseren Feinden abkämpfen. Er selber möchte sich um die kümmern. Der vierte Punkt heute ist, Gottes übernatürliche Kraft fließt durch deine Stimme. Und ich finde es echt krass, dass dieser Punkt heute kommt und meine Stimme heute Morgen so angeschlagen war. Gottes Kraft möchte durch deine Stimme fließen. Der Gefängniswärter wachte auf und er sah die offenen Türen. Und dann hat er voll den Stress gehabt. Wahrscheinlich war er ein römischer Offizier und er dachte wahrscheinlich, dass er die Schande nicht überleben würde, wenn er hier dieses Gefängnis nicht ordentlich bewachen könnte. Paulus aber rief mit lauter Stimme, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Der Gefängniswärter wollte sich gerade umbringen und der Paulus hat gerufen, stopp, tu das nicht. Ich meine, er hätte ja auch denken können, ja du Dreckskerl, du warst nicht nett zu mir. Schneide dir nur die Kehle durch. Hätte er auch denken können, hat er aber nicht gemacht. Paulus hat gerufen, stopp, wir sind hier. Und die Bibel, die lehrt uns das. Entscheide dich immer wieder für das Leben, entscheide dich für das Gute. Entscheide dich auf den Geist zu hören, damit Blumen in deinem Leben aufblühen können. Und der Paulus hat das gemacht, er hat auf den Heiligen Geist gehört und hat gesagt, stopp, tu das nicht. Und weißt du, hier ist der Knackpunkt. Der Paulus hat sich verändern lassen vom Heiligen Geist zu einem Lifestyle, der Blumen zum Vorschein bringen lässt. Und weißt du, manche Christen tun das nicht. Die verändern sich nicht. Die bleiben immer am selben Punkt stehen. Und das sind die Christen, die sich dann eigentlich schlimmer verhalten als diejenigen, die eigentlich keine Christen sind. Und deshalb, ich ermutige euch, lasst euch verändern von Gottes Geist. Bemerkenswert ist auch, der Paulus hat mit lauter Stimme geschrien. Laut hat er geschrien. Weißt du, wir Christen, wir sind manchmal so leise mit unserer Stimme. Wir sagen, ja, wir glauben an Gott. Anstatt zu sagen, hey, ich glaube an Gott und ich habe so viel Gutes schon mit Gott erlebt. Deine positive Stimme ist so wichtig in diesem Land. Die beiden sagten nämlich zu dem Gefängniswärter, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden und dein Haus. Hey, sie haben ihm das Evangelium erzählt. Sie haben ihm von Jesus berichtet. Wenn ich die Schulen beobachte, dann merke ich, 80% der Religionsschüler kennen die Geschichten der Bibel nicht. Nicht mal mehr David und Goliath. Keine Ahnung. Hey, und du kennst die Bibel. Du kennst Gott. Deine Stimme ist so wichtig in diesem Land. Der fünfte Punkt heute ist, Gottes übernatürliche Kraft fließt durch Gottes Wort. Paulus und Silas erzählen dem Kerkermeister von Gott und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm. Hey, Gottes Wort hat Kraft. Es hat den Kerkermeister in Bewegung gebracht. Er hat gemerkt, hey, die haben was Gutes. Hey, hier gibt es eine gute Message. Hier ist übernatürliche Kraft.
Und genauso in deinem Leben, weißt du, die Bibel zu lesen, das ist nicht nur ein bisschen Wissen und diskutieren über irgendwelche Bibelstellen. Hey, Gottes Wort hat Kraft. Jeder einzelne Vers hat Kraft. Und deshalb, du hast deine Stimme, sprich dieses Wort aus. Sprich es in die Welt hinaus. Gottes Wort hat Kraft. Vielleicht hast du schon mein Andachtsbuch gesehen, das ich geschrieben habe. Es heißt, liebe dein Leben jeden Tag. Und da drin enthalten ist für jeden Tag ein Bibelvers, den du in dein Leben hineinsprechen kannst. Und ich bekomme immer wieder Rückmeldung, dass Menschen diese Verse in ihr Leben hineinsprechen und es so kraftvoll ist. Und deshalb ermutige ich dich, die Bibel zu lesen. Ich weiß, wie es ist, wenn man einen Job hat. Ich arbeite 50% in einer Arztpraxis und 20% an der Schule. Und da ist nicht die Zeit, um einen Tag irgendwie eine Stunde die Bibel zu lesen. Das geht einfach nicht. Aber ich ermutige dich, wenigstens einen Vers täglich in dein Leben zu sprechen. Und ich bin überzeugt, die übernatürliche Kraft wird kommen und es wird Blumen in deinem Leben freisetzen. Oder du kannst auch über anderen Menschen Gottes Wort aussprechen und es wird Kraft haben. Es heißt in der Bibel, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Weißt du, Gottes Wort wird für immer einen Platz haben, auch im Himmel, weil Gottes Wort ist so wichtig. Und deshalb mach es dir auch zur Wichtigkeit in deinem Leben, weil Gottes Wort hat Kraft. Vielleicht fühlst du dich momentan eher wie dieser Kerkermeister. Du stehst vielleicht ohnmächtig einer Situation gegenüber. Oder du fühlst dich vielleicht eher so überrollt von einer Situation, die schwierig ist, die du nicht mehr handeln kannst. Das ist eine schwierige Situation. Aber ich möchte dir sagen, komm heute in Gottes Gegenwart. Suche die Begegnung mit Gott. Weil er hat übernatürliche Kraft für dich bereit, die in dein Leben kommen möchte und die wieder neue Blumen zum Aufblühen bringen möchte. Gib nicht auf, bleibe dran. Weißt du, ich selber, ich bin immer noch krank. Ich bin noch nicht gesund. Aber ich bin heute hierher gekommen, um euch zu sagen, ich gebe nicht auf und ich werde weiter beten. Und ich will glauben, dass Gott Heilung schenken kann. Auch in meinem Herzen. Er kann das heute sofort tun. Kein Problem. Und genauso für dein Leben. Glaube, dass Gott in deinem Leben Wunder tun möchte. Der sechste Punkt ist, Gottes Kraft fließt durch deinen Glauben. Und deshalb ermutige ich dich, zu glauben. Der Kerkermeister traf eine Entscheidung. Er fing an Gott zu glauben. Er ließ sich taufen und glaubte an Gott. Und dazu sein ganzes Haus. Damals war das so, dass die Sklaven und alle, die im Haus wohnten, die konnten auch zuhören und die kamen gerade alle auch zum Glauben. Das ganze Haus kam zum Glauben. Und weißt du, Glauben kommt nicht aus dem Denken, sondern aus unserem Herzen. Glaube ist eine Zuversicht der Güte Gottes. Und wenn wir Gott sehen, wenn du Gott immer wieder anschaust, dann wird dein Glaube wachsen. Und deshalb ermutige ich dich, Gott anzubeten, in seine Gegenwart zu kommen. Vielleicht hörst du auch heute das erste Mal von Gott. Dann möchte ich dir sagen, Gott liebt dich. Und er möchte, dass du anfängst, an ihn zu glauben, dass du eine Beziehung anfängst mit ihm. Vielleicht glaubst du schon länger an Gott. Dann ermutige ich dich, darin zu wachsen. Nimm dir täglich Zeit, um Gottes Güte anzuschauen, weil Gott ist so gut, er ist perfekt. Weißt du, ich habe lange Zeit in meinem Leben gezweifelt, dass Gott es wirklich, ich habe schon gedacht, er meint es gut, vielleicht so 90%. Aber ich habe immer noch einen Vorbehalt gemacht. Und da möchte ich dir zusprechen, Gott meint es 100% gut mit dir. Auch wenn nicht immer alles so läuft, wie wir das denken, aber er ist ein guter Gott. Jesus hat uns gezeigt, wie gut Gott ist mit seinem Leben auf dieser Erde. Gott ist gut und er liebt dich und er möchte das Beste für dich. Und vielleicht wünschst du dir, dass Erweckung ausbricht. Vielleicht wünschst du dir, dass viele Menschen anfangen, an Gott zu glauben. Vielleicht sehnt sich dein Herz danach, dass in Deutschland die Kirchen wieder voll sind.
dass viele Menschen an Gott glauben, dann möchte ich dir sagen, es gibt keine veränderten Länder ohne veränderten Städte. Ohne veränderte Städte. Und es gibt keine veränderten Städte ohne veränderte Gemeinden. Und es gibt keine veränderten Gemeinden ohne veränderte Familien. Und es gibt keine veränderten Familien ohne veränderte Christen. Und es gibt keine veränderte Christen ohne, dass wir als Christen unser Denken ändern und glauben, dass Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint und dass wir tatsächlich die beste Message auf dieser Erde haben. Weil wenn wir das sehen, wenn wir unseren Blick auf Gott richten und sehen, wie gut er ist, dann fangen wir an, diese Kraft anzuzapfen und fangen an, Blumen zum Blühen zu bringen. Dann nutzen wir unsere Stimme, um Menschen in die Church einzuladen. Dann nutzen wir unsere Stimme, um den Menschen von Gott zu erzählen. Und dann fangen wir an, Gott wirklich groß zu machen. Und genau das führt mich zum letzten Punkt. Gottes übernatürliche Kraft möchte durch deine Hände fließen. Es ist unglaublich, wie in kurzer Zeit sich der Kerkermeister verändert hat. Der Kerkermeister wusch ihnen die Striemen und ließ ihnen den Tisch decken. Er hat ihnen gedient. Er hat ihnen erstmal was hingestellt. Er hat seine Hände gebraucht und hat ihnen gedient. Ausleger nehmen an, dass sie auch gerade das Abendmahl gefeiert haben, weil sie in Einheit zusammen waren. Weißt du, in der Apostelgeschichte lesen wir immer wieder, durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Durch die Hände der Apostel floss die übernatürliche Kraft. Und weißt du, das Krasse ist, du und ich, wir haben auch zwei Hände. Schau mal eure Hände an. Hebt sie mal, schaut sie mal an. Eure Hände, hebt sie mal hoch. Zeigt mal eure Hände. Winkt mal mit euren Händen. Hey, und Gott hat euch nicht nur eine Hand gegeben, er hat euch zwei Hände gegeben. Und Gottes Kraft möchte durch deine Hände fließen. Durch deine Hände, mit deinen Händen kannst du die Welt verändern, zum Positiven. Weißt du, mit deiner Hand kannst du ein Telefon in die Hand nehmen, dein iPhone, du kannst jemanden anrufen. Mit deinen Händen kannst du eine Tür offen halten und jemandem Platz geben. Mit deinen Händen kannst du für jemanden kochen. Mit deinen Händen kannst du für jemanden beten. Mit deinen Händen, Armen, kannst du jemanden umarmen. Hey, du hast zwei Hände und Gottes Kraft will durch diese Hände hindurchfließen und du kannst Blumen zum Blühen bringen. Wie schön, wenn dir doch jemand die Tür offen hält. Wie schön, wenn dich jemand umarmt. Wie schön, wenn jemand für dich kocht. Du hast zwei Hände und du kannst für jemanden beten. Du kannst deine Hände auf einen kranken Menschen legen und kannst für ihn beten. Und Gottes Kraft will durch dich hindurchfließen. Du kannst für die Church beten, für die Pastoren, für die Leiter. Gottes Kraft will fließen. Durch dich, durch deine Stimme, durch deine Hände, was auch immer. Gottes Kraft ist da für uns. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen haben das vergessen. Gottes Kraft ist für dich bereit und du kannst sie weitergeben auf dieser Erde. Und das ist großartig. Ich habe eine Geschichte zum Schluss für euch. Es war ein Paar, die wollten heiraten. Sie haben ihre Hochzeit geplant und dieses Ehepaar hat in einer Kirche mitgearbeitet, in einem Ministry für die Armen. Und dann hatten sie plötzlich die Idee, hey, wir könnten all die Armen unserer Church, es war eine Riesenkirche, zu unserer Hochzeit einladen. Und sie haben das gemacht. Leute haben mit Bussen, haben sie die Armen zu dieser Hochzeit gebracht. Dann haben sie die Celebration gefeiert und dann war das Hochzeitsessen. Und der Bräutigam und die Braut, die standen hinter dem Bankett, hinter dem Tisch und die haben Essen ausgegeben. Für die Armen. Und im Voraus haben sie all den anderen Gästen gesagt, bringt Schlafsäcke mit, bringt Toilettenartikel mit,
Pflegemittel, bringt alles mit zur Hochzeit. Und an der Hochzeit konnten die Armen von diesen Sachen mitnehmen. Und dann haben sie angefangen zu beten für die Armen, für die Kranken. Und sie haben ganz viele Wunder erlebt. Menschen wurden gesund. Weißt du, diese Geschichte hat mich fasziniert, weil da sind Menschen, die haben ihr Christsein gelebt. Die haben ihre Hände eingesetzt und Gottes Kraft konnte durch ihr Hochzeitsfest fließen, Blumen blühten auf. Und dieses Fest machte für viele Menschen einen Riesenunterschied, weil sie gesund wurden durch die Kraft von Gott. Und weißt du, du kannst dasselbe in deinem Leben tun. Gottes Kraft möchte auch durch dich fließen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du für jemanden betest, dann erinnere dich immer an diese Geschichte. Es gibt ein Plötzlich. Plötzlich kann der Mensch gesund werden. Plötzlich wurden die Fesseln gelöst. Auch wenn du noch nichts sehen kannst, es gibt ein Plötzlich. Und daran ermutige ich dich, dass du dich daran festhältst, dass du daran glaubst und voller Vertrauen Gottes übernatürliche Kraft in deinem Leben fließen lässt. Amen.